So, jetzt aber weiter her und nachdem ich die Kiste genommen habe, irgendwie überrascht mich das jetzt nicht mehr, dass wir schon wieder einen Angriff von Ambush haben. Vier hintereinander! Ich glaube, das hier ist hier der Raum des Ambushes. Aber hier sind doch keine Büsche. Naja, muss mit dem leben, was hier ist, ne? Ich merke gerade, der Barry bekommt auch übelst viel Schaden und der Onen ist auch nicht gerade der Defensive vom Dienst. Das hängt aber auch daran, dass sie ja nicht gerade die besten defensive Werte haben, aber offensiv sind sie auch nicht schlecht. Und nichts vergessen, immer schön das Terrain nutzen. Nutzen. Jetzt habe ich's. Yeah! Ich merke schon, beim Slot gehen mir langsam sicher die MP aus. Und dass ich auch viele Fangspunkte kriege, ist auch wieder toll. So, zack. Und fast alle voll. Fast alle. Ah, hier ist noch eine Kiste. Die will ich noch haben. Oh, es gibt noch eine. Ein AE-Geschild. Cool. Und ich kann nichts mehr tragen. Das ist bitter. Und dann das Speer kann ich ablegen. Das soll jemand verstehen. Okay, das AE-Geschild ist ziemlich cool. Denn es hat einen verdammt hohen Verteidigungswert. Ich schau mal kurz. Okay, jetzt habe ich wieder Platz. So, das heißt, eine Geier-Ausrüstung, eine weitere. Cool, cool, cool. Für einen weiteren Geomancer eventuell. So, jetzt wird der Barry jetzt nicht mehr so viel Schaden bekommen. Alex wird es auch nicht mehr so viel Schaden machen. Das ist okay. 94 nur noch. Das ist ja wirklich. Nicht so toll. Hallo! Und so macht mit Aero 2 so richtig bösen Schaden. Jetzt weiß ich wieder, warum ich den mag. So, whoops, whoops, whoops. Wassermarsch! Generell mag ich auch den Geomancer. Ich mag jeden Job auf irgendeine Weise. Stell dir vor, ich hätte keinen Weißmagier. Was würde da wohl abgehen? Das wäre nicht sehr schön. Auf Dauer. Ich merke schon, ich muss dann irgendwann mal wieder zurück. Am besten mit Exit. Wenn ich das nicht habe, tja, dann muss ich ja zu Fuß zurückgehen. Wie viel MP habe ich denn noch auf meinen Zauber? Einen! Ein MP! Oh, das ist nicht so toll. Ich behalte mir das mal. Schön im Hinterkopf behalten, ne? Sonst heißt es den ganzen Weg zurück, zu Fuß zurückklatschen. Anstatt den Exit-Zauber zu nutzen, so rechts waren ein paar Kisten. Und links wird es wahrscheinlich auch noch was geben. Oh yeah. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt mal kurz schneiden und rausgehen und wieder reinkommen. Den Weg kennen wir ja schon bis hierher. Ist eigentlich nichts Neues. Ich will jetzt nur mal meine MP auffüllen. Denn langsam und sicher wird es Zeit dafür. Ich merke schon, dass der Salat viel zu tun hat. Ganz schön viel zu tun. So. Die Gegner sind zwar auf... Ja, einzeln kein Problem, aber wenn es viele Gegner sind und auch noch mit Ambushes und weiß was ich, ja, dann haut das auf Dauer schon richtig rein. Und zweitens ist hier ein Bosskampf am Ende, das kann ich euch jetzt schon verraten, der es ziemlich in sich hat. Oh, schon wieder Level Up. Das ist gut. So, Leute. Bis gleich. War gar nicht so weit eigentlich. Ich habe mir wirklich gedacht, das wäre weiter. Aber nö, das war gleich mehr oder weniger um die Ecke. Wie man sieht, alle Charaktere halten über 1000 HP aus. Das ist ziemlich geil. So. Jetzt aber weiter hier entlang und ich hätte doch vielleicht weiterschneiden sollen, bis ich am Ende des Raumes bin, weil man sieht, es passiert nichts wirklich Neues, ne? Zumindest noch nicht, vielleicht aber bald. Dumm, dumm, dumm. Man muss schon sagen, der Exit-Zauber ist ziemlich praktisch bei sowas. Mit einem TMP ausgehen, einfach aus dem Dungeon gehen und wieder auffüllen. Und das macht man so lange, bis man am Dungeon durch ist. Und eventuell gut gelevelt ist. Und das sollte man auch hier machen. Was auch die Idee dahinter, hinter dem Exit-Zauber. Ich glaube, da
ist kein Geheimnis, ne? So. Die Gegner, wie gesagt, kein Problem, solange sie keine Ambüsche machen. Water Spout 600 Schaden, Flower, du bist mir einer. Ich werde da bei der Zeit wieder mal den Job wechseln zu einem anderen. Ich habe noch viele zu zeigen, Leute, viele. So, hier ist eine weitere Kiste. Ich habe mal ein bisschen was ausgeräumt, also ich habe jetzt ein bisschen Platz. Autsch. Somit sollte ich ein bisschen Ausrüstungsgegenstände wieder sammeln können aus den Kisten. So, einmal bitte ein Kur, ein normales Kur für den Barry. Das wäre sehr angebracht, weil 300 HP heilt das sicher. Wenn nicht, dann halt nur 200 oder so. Ist halt ein normales Kur, da erwarte ich nicht viel. So, Kur! Das war noch Zeiten, wo das viel war, Leute, ne? 188 Heilung. Das ist nicht mal 200. Und dabei ist das Salat der Weißmagier vom Dienst, ne? Und das schon seit Anfang an fast. Moment! Barry, spring mal. So. Sprich doch nichts dagegen, mal zu springen! Wasser! Was, der lebt doch? Jetzt aber nicht mehr, mein Freund, ja? Jetzt lebst du nicht mehr. Jump! Ach, der hat nicht mehr viel ausgehalten. Na dann. So, als wir ja wissen, was in der Kiste da drin ist, ja? Eine weitere Glocke, die Gya, was weiß ich, Glocke. Moment, da muss ich jetzt mal schauen. Die Gya-Mannin hat 32 Angriff, die Erdglocke hat 37, okay? Da behalte ich die Erdglocke, die ist irgendwie besser. Okay, falls ihr jetzt einen zweiten Geomancer haben wollt. Ich glaube, ich hätte jetzt alle Ausrüstungsgegenstände für einen, ja. Kleidung und noch was. Und hier ist eine Stiege. Eine Treppe. Schau mal runter. Was geht hier denn ab? Hallo! Da sind zwei Kisten. Kommst du da irgendwie ran? Also hier ist kein Geheimgang. Vielleicht, aber hier... Nein? Nicht? Ich glaube, ich suche mal aus, weil das schon etwas länger dauert. Und hier ist nämlich ein Gegner. Beziehungsweise ein Typ. Und der ist gar nicht mal so ohne. Einen Moment bitte, Leute. Ich finde schade, dass ich wirklich nichts weiteres für den Onnen habe. Ich tue mal ein bisschen was wegrüsten. Jetzt muss ich auch noch was wegschmeißen. Denn für diesen Kampf brauche ich einen nicht bestimmten, aber schon... Es wäre, ich sag mal so, es wäre nett... Wenn ich jetzt einen zweiten Dragoner wieder hätte. Dafür muss ich jetzt ein Item wegschmeißen. Das tut mir leid, aber es ist nun mal so. Denn dieser Gegner ist wieder so einer, wo man sich denkt, ja, spring mal. So, kurz mal wieder zum Dragoner gemacht. Yeah. So, und erstmal ausrüsten. Was brauche ich denn? Thunderspeer zweimal, bitte sehr. Ich brauche einen, der richtig reinbatzt. Und der restliche Ausrüstung eigentlich. Dragoner. Für den Arm habe ich auch noch was vielleicht. Mal sehen. Tada. Nein, habe ich nicht. Ach, egal. Dann passt das schon. So. In die hintere Reihe natürlich, die Dragoner. Da erzähle ich euch nichts Neues. Einmal kurz zwei bitte. Und jetzt kann's losgehen. Hallo. Wer erweckt mich aus meinem Schlummer? Ganz chillig. Und optionaler Bosskampf, Odin! Hallo, mein Freund, lange nicht mehr gesehen. Der existiert auch schon hier, der Freund, allerdings ist er so krass wie der in den späteren Final Fantasy. Halleluja. So, hier ist es angesagt zu springen, denn seine Atomklinge, wie man sieht, die macht ganz schön böse Aua. Als Terrain hat man hier die Erdbebenattacke, was ziemlich cool ist. Ich hätte mit Salat doch heilen sollen. Weil der wird das so ungefähr jede Runde einsetzen, der Atomklinge. Also heißt das schön gegenheilen oder sterben. So, springen. Doing. Gute 300 Schaden. Und der Geomancer, der haut nicht mehr so stark rein. Na, ist ein bisschen Zufall halt, ne? So, Kur 3. Ups, ups. Danke sehr. Und wieder die Atomklinge. Zack, 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 zack. Au, 700. Ist klar.
Die Atomklinge macht nicht immer gleich viel, leider. Das heißt, es kann einmal mehr machen, einmal weniger. Und Odin hat noch einen physischen Angriff drauf nebenbei, der unter Umständen einen Charakter sofort tötet, da es über 1500 Schaden macht. Einfach übertrieben. Ah, ich merke schon, das ist gar nicht mal so einfach hier. Wir gehen nämlich schon bald die MP von Kur 3 aus. Ich hatte nämlich also viel davon. Und der Baby macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Das Terrain zieht zwar gut rein, mehr oder weniger. Au! Das war böse, mein Freund. Das war böse, dass du jetzt gerade meinen Weißmagier umbringst. Na, Phönixfeder bringt nicht viel. Ich muss einfach reinknallen. Der Phönixfeder bringt nichts. Und oh, er hat daneben geschlagen. Das ist selten. Das ist selten. Der Odin ist ganz schön stark, Leute. Muss ich das euch sagen, ja? Und das Terrain, das immer so schön genutzt wird. So, batz! Wieder gesprungen, 108 Schaden reingepfeffert und weiter geht's. Erdbeben ohne Ende. Atomklinge wieder. Die trifft nebenbei immer, also den kann man nicht ausweichen, außer mit Sprung. Das ist die einzige Möglichkeit, der Atomklinge zu entkommen. Mit dem Sprung. Und da ist sie wieder. 666 Schaden. Die Zahl kenne ich doch irgendwo, ja. So, zack. Komm schon, Barry. Du schaffst das. Mal sehen. Wer schafft es wirklich? Atomklinge, die ins Leere geht. Gut, gut, gut. So, zack. Ach, daneben. Ich würde jetzt gerne wissen, wie viel der jetzt noch aushält. Wow, ich lebe noch. Hallo, hallo, er lebt noch. Auch schon wieder daneben. Zweimal hintereinander. Jetzt wird's mal recht. Ja, jetzt ist es vorbei. Eieieiei. So, noch ein Versuch. Vielleicht hilft es weiter, wenn ich einen zweiten Weißmarke habe, aber... Der Flower ist so geil. Ja. Das heißt, ich werde von Anfang an heilen mit meinem Salat. Solange ich MP habe dafür. Zweitens ist der Kampf wieder mal ein bisschen auf Glück aus, denn man muss früher springen, als wie er seinen Angriff ausführt. Und das kann ziemlich böse sein. Nebenbei, es bringt nichts, ihn zu verwirren. Ja, damit wir es verstehen. Weil Odin ist halt Odin und den kann man nicht verwirren. So, Sprego! Und du auch, Onion! Jetzt kommt die Atomklinge, das kennen wir schon. Autsch! Die zieht ihr mehr als wie die Hälfte ab, besser Lad. Das ist ganz schön böse. Das ist nicht nur böse, das ist übelst. Ich meine, solange er die Atomklinge macht, bin ich zufrieden. Also ein physischer Angriff ist wirklich Gesundheit. So, zack! Da kommen die Dragoner von oben heruntergeschossen. Yay! Das Coole ist, wenn ich Kur 3 auf alle mache und die Dragone in der Luft sind, geht das nur auf Salat und Flower. Und die Heilung ist somit stärker. Solange Onion und Barry springen, bevor die Atomklinge kommt, passt es. So, spring, Terra einsetzen und so weiter und so fort. Wuhu, 600 Schaden, so will ich das sehen. Jawoll! Okay, Heilung hat gepasst noch. War aber an der Grenze. Autsch. So, jetzt habe ich noch 3 MP auf Kur 3. Das wird sehr interessant diesmal. Ja, diesmal habe ich ein bisschen mehr Glück. Ah, sieht man schon. Wie gesagt, wenn man immer einen Dragoner hat hier im Spiel und auf Springen aufbaut, ja, das ist sowas von auf Glück aufgebaut. Weil einmal ist man vorher dran, einmal ist der Gegner vorher dran, das kann man einfach nicht steuern. Das finde ich ein bisschen... frustrierend auf Dauer. Wenn man das erste Mal Final Fantasy 3 spielt, was eher wahrscheinlich die DS-Version sein wird, weil das hier wird sich sowieso keiner mehr geben, die DS-Version, dann ist es schon auf Dauer frustrierend, muss ich schon sagen. Kleiner Funfact. Die Nintendo DS-Version von Final Fantasy 3 hat den ähnlichen Schwierigkeitsgrad von dieser Version. Ähnlich. Also sie sind fast gleich schwer, könnte man sagen. Die DS-Version ist nach meiner Meinung etwas einfacher gestreckt. Meine Meinung. Darum spiele ich auch die Originalversion. Yay! So, springt runter! Und er lebt noch immer, denn er hält so viel, mega viel aus. Au!
Okay, wenn er auf Salat geht, habe ich nichts dagegen. Der ist eh in der hinteren Reihe. So, jetzt habe ich kein Q3 mehr, jetzt wird mit Q2 geheilt. Und zwar auf Einzelpersonen. Solange es geht. Wie viel HP der Odin hat? Tja, Leute, zählt mit. Ich weiß es nicht mehr. Zählt einfach mit. Und das war verdammt knapp auf Salat. Das war verdammt knapp. Whoopsie-o. So, jetzt werde ich einen Flower heilen. Wenn ich Salat mit heile, ist die Heilung halt nicht mehr so stark, leider, ne? Ihr könntet auch treffen, wenn ihr von oben herunterkommt, ja? 37 Schaden. Nice. Dafür leckt sogar. Atomklinge, Todes. Autsch. Das Todes passt, ja. Flower macht so viel Schaden und trotzdem reicht das noch immer nicht. So, mein letztes Q2 wahrscheinlich als Salat. Ab geht's. Whoops! Komm schon, du schaffst ihn! Nicht, okay. Wenigstens lebt er noch eine Runde. 700er Heilung, nicht schlecht. So, Salat weg. Kann ich nicht verhindern. Ist einfach so. So, Sprung! Der schon wieder daneben geht. Schön, dass wir nutzen. Und jetzt hoffen, dass der nächste Schaden nicht ausreichen wird. Komm, Atomklinge! Und es macht nicht genug. Passt. Vielleicht schaffe ich es diesmal. Es wird verdammt spannend auf jeden Fall. Bam, 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 bam. Eieieiei. Komm schon, stirb endlich! Mann, Odin! Was machst du denn hier für Sachen? Ich weiß, es ist Odin, aber trotzdem. Au! Zack! Alter, wie viel hält der aus? Ist er richtig krank? Boing! So, ich spring hoch. Er macht nichts, weil er nichts machen kann. Das war kritisch. Schön. Komm schon! Barry! Barry! Du schaffst das! Putz! Ach, Mann! Wie viel Leben hast du noch, Odin? Alter, ich glaube, ich bin zu früh hier. Der ist richtig krank. Alter.